Die Alter von zwei Schwestern sind zweistellige Zahlen. Schreibt man sie nebeneinander, so ist die erhaltene vierstellige Zahl eine Quadratzahl. In 23 Jahren sind ihre Alter immer noch zweistellig und wenn man diese in derselben Reihenfolge nebeneinander schreibt, so erhält man wieder eine Quadratzahl. Frage: Wie alt sind die zwei Schwestern heute? Seien x das Alter von der Schwester Groß A, kleine a die Zehnerziffer von x und klein b die Einerziffer von x. Seien auch y das Alter von der Schwester Groß B, klein c die Zehnerziffer von y und klein d die Einerziffer von y. Wir wissen, dass das Alter x eine zweistellige Zahl ist, die wir so schreiben, Zehnerziffer gefolgt von der Einerziffer mit dem Tilda oben drüber. Das bedeutet also, diese Zahl x ist gleich zu 10 mal a plus b. Wir machen dasselbe für y, das ist diese zweistellige Zahl mit dem Tilda oben drüber. Das bedeutet, dass y gleich ist zu 10 mal c plus d. Wir wissen durch die Angaben, dass x plus 23 auch eine zweistellige Zahl ist, die wir so schreiben, a' b' mit dem Tilda oben drüber. Und daraus schlussfolgern wir, dass x, das heißt 10a plus b, plus 23 gleich ist zu 10 mal a' plus b'. Dasselbe hier für y. Wir wissen, dass y plus 23 diese zweistellige Zahl ist und daraus schlussfolgern wir, dass 10c plus d für y plus 23 gleich ist zu 10 mal c' plus d'. Diese vierstellige Zahl abcd ist eine Quadratzahl. Daraus schließen wir, dass 1000 mal a plus 100 mal b plus 10 mal c plus d gleich m Quadrat ist. In den zwei ersten Termen können wir 100 ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann hier 10a plus b, das heißt x. Und hier haben wir 10c plus d, das heißt y. Und somit erhalten wir diese Gleichung 100 mal x plus y gleich m Quadrat. Wir wissen durch die Angaben, dass die Zahl a', b', c', d' mit dem Tilda oben drüber eine Quadratzahl ist und daraus schließen wir, dass 1000 mal a' plus 100 mal b' plus 10 mal c' plus d' gleich n Quadrat ist. In den zwei ersten Termen können wir 100 ausklammern und somit erhalten wir diese Gleichung. 10a' plus b' können wir ersetzen durch 10a plus b plus 23 und 10c' plus d' können wir ersetzen durch 10c plus d plus 23. Somit ergibt sich diese Gleichung und 10a plus b kann durch x ersetzt werden. 10c plus d kann durch y ersetzt werden. Somit ergibt sich diese Gleichung. Jetzt können wir hier 100 verteilen, so erhalten wir diese Gleichung, das heißt, dass 100 mal x plus y plus 2323 gleich n Quadrat ist. Wenn wir von dieser zweiten Gleichung
diese erste Gleichung abziehen, so erhalten wir n² minus m² gleich 2323. Durch die dritte binomische Formel ergibt das also n plus m mal n minus m gleich 2323. Aber die natürlichen Teiler von 2323, das sind diese vier Zahlen 1, 23, 101 und 2323. Somit finden wir also zwei Fälle. Entweder der größere Faktor ist 2323 und dann muss der kleinere Faktor 1 sein, oder der größere Faktor ist 101 und dann muss der kleinere Faktor 23 sein. Daher also diese zwei Fälle. Wenn wir in diesem ersten Fall die zweite Gleichung von der ersten subtrahieren, so erhalten wir 2 mal m gleich 2322. Also muss m 1161 sein. Aber das Quadrat von m ist eine vierstellige Zahl. Das Quadrat von dieser Zahl ist aber siebenstellig und deshalb ist der erste Fall ausgeschlossen. Wenn wir im zweiten Fall die zweite Gleichung von der ersten subtrahieren, so erhalten wir, dass 2m gleich 78 ist und demzufolge ist m 39. Also ist m Quadrat das Quadrat von 39, das heißt 1521. Das m Quadrat ist diese vierstellige Zahl ABCD. Wir haben also herausgefunden, dass diese vierstellige Zahl ABCD gleich 1521 ist und demzufolge sind die Schwestern 15 und 21 Jahre alt. Und somit ist diese Übung beendet.